ich starte heute abends mal einen neuen Vlog. Und zwar bin ich dieses Wochenende auf einem Online-Weekend-Retreat. Also ich bin zu Hause, aber mache das Retreat sozusagen von hier über den Laptop. Und zwar veranstaltet das meine liebe Freundin Regina zusammen mit einer anderen Freundin. Ich bin schon super gespannt. Da geht es halt ganz viel um Yoga, Achtsamkeit, Gesundheit. Da sind auch so Journaling-Sessions mit drin. Ich bin schon ganz gespannt. Und heute ist der erste Tag an einem Freitag. Und ich werde jetzt gleich mal meine Yoga-Klamotten schmeißen. Heute gibt es nämlich die erste Kennenlernrunde, eine Journaling-Session meine ich. Und heute Abend wird auch Yin-Yoga gemacht. Das soll wohl auch sehr entspannt sein und halt so einen runterbringen. Deswegen werde ich mir gleich mal Kerzen und Lichterketten anmachen und dann den Abend für mich genießen und euch da so ein bisschen mitnehmen übers Wochenende. Ich habe mir jetzt doch nochmal schnell meine Anti-Blau-Filter-Brille geholt. Ich trage die mal ganz gerne, wenn ich vom Laptop sitze oder vom Fernseher oder am Handy bin, weil dadurch werden halt diese Blaulichter aus den Screens weggefiltert von meinen Augen und dadurch bekomme ich halt viel weniger Augenschmerzen oder auch viel weniger Kopfschmerzen, wenn ich halt länger vor Bildschirmen sitze. Also da ist gar keine Sehstärke oder sowas drin. Okay, ich wähle mich jetzt ein. Guten Morgen, ich bin schon wieder ganz tiefenentspannt. Also gestern nach dem Yin-Yoga konnte ich ganz entspannt und sehr gut einschlafen und vor allem auch total schnell, was eigentlich für mich gar nicht üblich ist. Normalerweise liege ich immer noch ein bisschen wach und habe immer viele Gedanken in meinem Kopf, aber das ging gestern tatsächlich sehr gut und heute Morgen haben wir direkt mit einem Yoga-Flow angefangen. Das hat auch richtig gut getan, einfach so in den Tag zu starten. Es war tatsächlich ziemlich anstrengend dann irgendwann. Ich habe dann auch irgendwann meine Jacke ausgezogen und ja, das finde ich immer so eine Sache. Ich dachte früher immer so, dass Yoga ja eigentlich gar nicht so, also halt so ein bisschen Bewegung ist und sowas, aber es kann auch wirklich sehr gut anstrengend sein. Und vor allem die Journaling-Session hat mir gestern auch richtig gut gefallen. Da wurden uns halt so Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was möchte ich an meiner Ernährung oder an meiner Gesundheit ändern und warum sind mir diese Punkte halt wichtig? Und dann haben wir uns hier mal unser kleines Büchlein genommen. Ich habe hier einfach so ein schwarzes Buch, wo ich das reingeschrieben habe und das hat irgendwie auch total gut getan, das einfach mal alles so rauszuschreiben, damit einem das irgendwie nochmal so ein bisschen bewusster wird. Ich habe dann auch so ein bisschen erzählt, was ich gerne sozusagen erreichen möchte. Also ich möchte total gerne mehr so intuitiv essen, weil ich immer so das Gefühl habe, dass ich viel nach Zeit esse. Also ich denke mir, okay, jetzt ist Zeit für Frühstück, deswegen esse ich jetzt halt was. Jetzt ist Zeit für Mittagessen, jetzt muss ich auch mal wieder was essen. Aber ich möchte eigentlich eher das so machen, dass ich halt wirklich auf mein Hungergefühl achte und dann halt wirklich auch erst esse, wenn ich wirklich Hunger habe, weil ich sonst irgendwie immer so ein, weiß nicht, nicht so ein gutes Körpergefühl habe irgendwie. Kommt mir zumindest so vor. Ich habe dann zum Beispiel auch so eine Erfahrung von mir mit den anderen geteilt, dass ich zum Beispiel bei der Arbeit immer das Problem habe, dass die anderen immer schon so gegen 12 Uhr Mittagessen gehen und ich dann meistens erst mit dem Frühstück irgendwie fertig bin oder sowas, weil ich nehme es meistens dann mit auf die Arbeit oder auch hier zu Hause im Homeoffice esse ich meistens erst so gegen 11 Frühstück und sich dann so ein bisschen gezwungen zu fühlen, dass man dann schon wieder Mittag isst, finde ich dann halt auch irgendwie nicht so gut für meine Verdauung und allgemein so das Körpergefühl. Und ja, deswegen möchte ich allgemein so ein bisschen mehr lernen, da nicht mich abhängig von anderen zu machen und einfach so auf mich zu hören, wann ich Hunger habe und auch wann ich aufhöre zu essen, weil ich dann auch manchmal das Gefühl habe, dass ich nichts übrig lassen möchte, weil ja, ich nichts wegschmeißen möchte, obwohl man das ja auch einfach aufbewahren könnte und entweder später essen oder am nächsten Tag noch essen könnte. Jetzt geht es auf jeden Fall gleich um kurz nach 12 weiter mit der nächsten Journaling-Session und zwar heißt sie Finde dein Warum und Visionsübung. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und ich logge mich jetzt hier direkt mal wieder ein. Das ist ganz praktisch. Wir machen das Ganze über Zoom und so sieht man halt auch die anderen und das macht total Spaß. Wir haben jetzt schon den letzten Tag vom Online-Weekend-Retreat und das ging irgendwie total schnell um. Ich habe so viel für mich mitnehmen können und fühle mich irgendwie total gut. Also ich könnte das jetzt noch tagelang weitermachen irgendwie. Eben hatten wir noch so einen Workshop zum Thema Gesundheit, Entgiftung und Verdauung und da ja, gab es auch total viele gute Tipps, die man jetzt so im Alltag gut anwenden kann. Und vorher gab es noch so eine Journaling-Session, wo wir auch ganz viel drüber geredet haben, wie man halt so Dankbarkeitsübungen in seinen Alltag auch integrieren kann, wie zum Beispiel durch so kleine Stichworte, die man sich aufschreibt oder einfach mal seinen Gedanken auf Papier sozusagen freien Lauf lässt.
Ich dachte jetzt auf jeden Fall, dass ich aus diesem ganzen Vlog einen kleinen weihnachtlichen Wochenvlog mache. Und zwar ist heute auch der Nikolaus und ich möchte Marco heute Abend gerne ein 3-Gänge-Weihnachtsmenü zubereiten und kochen. Da freut er sich schon mega drauf und hat jetzt auch extra fast den ganzen Tag auf jeden Fall nicht so viel gegessen deswegen. Und ich habe heute Morgen schon die Nachspeise vorbereitet und zwar gibt es Mousse au Chocolat. Jetzt werde ich mich gleich mal an den veganen Braten machen und den schon mal zubereiten. Guten Morgen, heute wollen wir mal wieder auf den Wochenmarkt gehen. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, weil wir immer unsere Rettertüten abholen oder allgemein viele Lebensmittel retten. Aber anstatt in den Supermarkt zu gehen, wollen wir uns mal wieder angewöhnen, mehr auf dem Wochenmarkt einzukaufen. Weil ich habe auch das Gefühl, das meinte ich vorhin schon in meiner Instagram-Story, dass es irgendwie so ein Vorurteil ist, also in Anführungszeichen, dass es auf dem Wochenmarkt halt viel teurer ist. Aber letztendlich kann man dadurch ja die regionalen Produkte unterstützen und vor allem auch plastikfrei und irgendwie auch gefühlt viel frischer und leckerer einkaufen. Deswegen mache ich vielleicht auch mal demnächst oder Anfang des Jahres irgendwie so ein Experiment, wo ich auch mit euch teile, was es denn so an preislichen Unterschieden gibt und auch von der Qualität her von den Lebensmitteln. Und jetzt sind wir gerade dabei, eine Einkaufsliste zu schreiben. Das ist auch immer sehr gut, wenn man keine Lebensmittel verschwenden will, weil so kauft man halt wirklich nur das, was man halt wirklich braucht. Und wir wollen heute Abend, kennt ihr diese riesigen Snackplatten, die halt immer so richtig schön angerichtet sind, wo irgendwie von allem so ein bisschen drauf ist und sowas, wollen wir uns heute mal zum Abendessen machen und sammeln jetzt schon mal so ein paar Zutaten, die darauf kommen sollen. Für die Snackplatte wollte Marco dann mal vegane Ersatzprodukte selber machen und zwar aus so einem Buch, was meine Mama mir mal geschenkt hat. Da hat er erstmal mit dem veganen Kräuterfrischkäse angefangen. Dafür gibt man erstmal Sojamilch in einen Topf und das muss auch unbedingt Sojamilch sein. Eine andere eignet sich hierfür, glaube ich, nicht. Diese lässt man dann unter Rühren aufkochen und in der Zwischenzeit kann man schon mal eine Zitrone auspressen. Den Saft gibt man dann nach und nach in die heiße Milch und rührt diese unter. Und die Milch sollte dann schon mal anfangen so zu gerinnen und diese muss dann auch erstmal abkühlen. Währenddessen könnt ihr schon mal Kräuter klein schneiden. Wir haben hier einmal Schnittlauch, Petersilie und auch Dill genommen. Und dann haben wir uns über eine Schüssel so ein Sieb gehängt und diese dann mit einem Küchentuch ausgelegt. Und da hinein kam dann die Milch und da konnte man auch schon sehen, dass die Flüssigkeit abgelaufen ist und sich oben sozusagen noch diese Creme gesammelt hat. Das Ganze hat Marco dann einmal vorsichtig ausgepresst und dann konnte man auch schon die Creme aus dem Tuch abschöpfen. Ja, und dazu gibt man einfach nur noch die Kräuter und kann das Ganze dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und diesen haben wir dann nochmal kalt gestellt zum Durchziehen und die Zubereitung hat sich echt gelohnt. Es war auch super einfach und hat am Ende richtig gut geschmeckt. Und als wir schon dabei waren, hat Marco dann direkt noch vegane Wurst selber gemacht. Dafür kam erstmal Quinoa in einen Topf und wurde dann mit Gemüsebrühe aufgekocht. Für die rote, fleischige Farbe haben wir dann noch einmal rote Beete geschält und entsaftet. Da könnt ihr alternativ natürlich auch einfach fertigen Saft nehmen. Und dieser kommt dann schon mal in einen Behälter und zwar zusammen mit Kidneybohnen. Das Ganze wird einmal püriert. Und dazu kommen dann einmal noch fein gemahlene Haferflocken und auch Hefeflocken. Und außerdem Kichererbsenmehl, dann Tomatenmark, Öl und verschiedene Gewürze, wie zum Beispiel Kreuzkümmel, Harissa, Koriander, Salz und Pfeffer und auch Knoblauch. Ja, und zum Schluss kommt dann einfach der fertig gekochte und durchgezogene Quinoa dazu. Und die Zutaten können zu einer Masse verrührt werden. Für den nächsten Schritt brauchten wir leider Alufolie. Da haben uns aber lieberweise unsere Nachbarn weitergeholfen. So mussten wir uns keine ganze Rolle kaufen. Und auf dieser formt ihr dann einmal jeweils eine Wurst und rollt diese zweimal darin ein. Die Seiten könnt ihr einfach wie so einen Bonbon zudrehen. Und das Ganze sollte am besten relativ fest sein, damit die Wurst halt nachher keine Luftlöcher hat. So wie bei uns beim ersten Versuch. Marco hat dann unser Sieb so ein bisschen verformt, dass es halt so flach wurde und dann konnte man die Würstchen da hineinlegen. Wir haben nämlich leider keinen Dampfgarer, aber das fand ich dann eine ganz gute Alternative. Und zwar kam dieses dann auf einen Topf mit kochendem Wasser drin und darüber dann halt der Deckel. Das hat genauso gut funktioniert. Ja, das Ganze muss dann einmal gegart werden und anschließend etwas abkühlen. Und zum Servieren könnt ihr die Würstchen einmal nochmal anbraten und wir waren auf das Ergebnis echt sehr stolz. Es hat ziemlich gut geschmeckt und wir freuen uns jetzt schon, da noch weitere Ersatzprodukte selber zu machen.
So, die Würstchen werden jetzt gerade aus der Pfanne geholt. Und ich habe hier drüben auch schon das ganze Obst und Gemüse ein bisschen abgewaschen und das alles bereitgelegt. Und werde mir jetzt gleich mal meine Platte schnappen, um loszulegen mit unserer Snackplatte. Ich glaube, die wird riesig. Wir haben so viele leckere Produkte. Ich habe mir jetzt einfach hier unser Tablett genommen, weil das halt so schön groß ist. Und das kann ich dann direkt gleich so reintragen. Und darauf werde ich jetzt die ganzen Sachen anrichten. Ich habe mir jetzt hier noch so ein paar Bretter und so hingelegt zum Schneiden. Und ich glaube, ich werde auch so ein paar Sachen einfach in so kleine Schälchen tun, wie zum Beispiel so verschiedene Dips. Und dann habe ich hier noch so kleine Schüsseln, auch um so verschiedene Ebenen zu schaffen. Also ich habe es noch nie gemacht, aber ja, werde mir auf jeden Fall große Mühe geben. Ihr wisst ja, dass ich mich gerade in der Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin befinde. Und zwar mache ich das Ganze bei der OTL. Das ist die Online-Trainer-Lizenz. Und das ist eine TÜV-zertifizierte Ausbildungsakademie, die neben dem Bereich Gesundheit auch im Fitnessbereich ausbildet. Das sind alles staatlich geprüfte Ausbildungen. Und für das Lernen habe ich mittlerweile eine ganz gute Routine für mich gefunden. Und zwar mache ich das immer direkt morgens schon, weil ich mich da am besten konzentrieren kann. Und dafür mache ich mir immer am liebsten meinen Ingwer-Tee. Dafür schneide ich einfach frischen Ingwer in dünne Scheiben und gebe diesen in ein Glas und übergieße den dann mit siedendem Wasser und fülle das Ganze nochmal mit etwas kälterem Wasser auf. Dazu gebe ich zum Beispiel auch super gerne frische Zitronenmelisse von unserem Balkon oder auch frische Minze oder etwas Zitronensaft. Ja, und das Glas stelle ich mir dann einfach auf meinen Schreibtisch und kann mich dann direkt im Online-Campus einloggen und von mir zu Hause aus loslegen mit dem Lernen. Was auch total cool gemacht ist, finde ich, dass man halt bei jedem Modul erstmal so ein kurzes Video anschauen kann mit einer groben Zusammenfassung. Und dann kann man sich das Skript herunterladen und nochmal alles ganz detailliert durchlesen und lernen. Und in dem sind auch immer viele verschiedene Fallbeispiele, was halt das Verstehen immer noch mal ein bisschen erleichtert. Und nach dem jeweiligen Modul kann man dann auch schon mal so verschiedene Multiple-Choice-Fragen beantworten. So kann man das Gelernte halt direkt anwenden und auch mal schauen, wo man halt vielleicht noch mal ein bisschen tiefer gehen sollte. Übrigens ist es auch möglich, einen kostenlosen Demo-Zugang vor der Anmeldung zu bekommen. So kann man sich das Ganze schon mal anschauen, bevor man sich halt anmeldet. Ich habe mir früher in der Schule immer schon solche Lernzettel gemacht, auf denen ich mir dann die wichtigsten Infos aufschreibe und das Ganze noch mal farblich markiere oder sortiere. Ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, dass ich mir Fakten besser merken kann, wenn ich es mir nochmal aufschreibe. Und ich bin auf jeden Fall mega motiviert und habe total Freude daran, so viel über die Themen zu lernen, für die ich mich sowieso schon so viel interessiere. Falls ihr euch auch für eine Ausbildung in diesen Bereichen interessiert, könnt ihr auch 10% mit Franzi sparen. Und den Link zur Homepage packe ich euch auch gerne nochmal in die Infobox. Da könnt ihr euch auch nochmal genauer umschauen, wenn ihr mögt. Ich glaube, ich bin heute schick genug angezogen für das Grünkohlessen, wozu wir heute bei meinen Eltern eingeladen sind, aber auch robust genug für das, was Marco und ich jetzt davor noch vorhaben. Ich habe nämlich meine dicken, fetten Winterstiefel an. Das sind eigentlich auch fast schon so Wanderschuhe. Wir wollen nämlich zur Überraschung einen Tannenbaum mitbringen zu meinen Eltern. Und zwar holen wir eigentlich immer erst den Tannenbaum so auf unserem Marktplatz an Heiligabend. Aber wir dachten uns, wenn man schon mal einen Baum abholzen muss, dann kann man den wenigstens ein bisschen stehen lassen. Deswegen fahren wir jetzt auf dem Weg an so einem Hof vorbei und wollen dann da einen abholen. Mal gucken, wie die das finden werden. Nach der gelungenen Überraschung gab es erstmal ein leckeres Frühstück zum dritten Advent und zwar mit Brot, veganem Tofu-Rührei und Gemüse, dann frischen Tee und auch Kaffee und verschiedenen Marmeladen und Aufstrichen. Und danach folgte so ein kleines Highlight für mich. Und zwar haben wir Anfang des Jahres bei uns auf dem Balkon Grünkohlsamen eingepflanzt und ein paar der kleinen Pflänzchen haben wir dann zu meinen Eltern in den Garten gebracht. Und jetzt bis zum Winter sind die halt so mega groß und schön geworden. Mein Papa hat sich sehr gut um die gekümmert und davon konnten sie auch schon ganz viel essen. Und mein Papa trinkt jetzt sogar immer grüne Smoothies damit. Da
dafür haben wir ihnen dann noch extra einen Second-Hand-Mixer mitgebracht. Das ist ja auch super gesund. Und für das Abendessen konnten wir dann auch einige Stängel abpflücken und dann in der Küche zubereiten. Dafür haben wir erstmal die Blätter vom Stängel entfernt und diese dann gut gewaschen. Und der Grünkohl ist dann zwar ziemlich voluminös, aber beim Kochen fällt er halt auch sehr zusammen, fast so wie Spinat. Ja, erstmal haben wir den dann halt blanchiert und dann mit kaltem Wasser abgeschreckt. Danach muss man den einmal so ausfringen und dann klein schneiden, dann kann man den weiterverarbeiten. Und dann haben wir den halt zum Schluss in veganem Schmalz und Zwiebeln angebraten, mit Weißwein abgelöscht und dann mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und noch mit etwas Wasser köcheln lassen. So, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Vlogs angekommen. Ich hoffe, euch haben diese verschiedenen Eindrücke aus meinem Alltag gefallen. Ich nehme euch immer super gern mit durch die Woche und hoffe, dass da jetzt auch ein paar verschiedene hilfreiche Tipps und ja, Erfahrungen und neue Eindrücke für euch mit dabei waren. Ich packe euch die Rezepte auf jeden Fall gerne in die Infobox rein und auch alle anderen Dinge, die ich so erwähnt habe. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!